Hallo und herzlich willkommen zurück bei Valiant Hearts. Und den Spielrindern. Genau, wir sind die Spielrinder. Wir haben an der letzten Stelle hier aufgepasst. So. Aufgepasst? Aufgehört. Ja, hier aufpassen. So, 2, 3, 2. Ja. 2. So, jetzt. So. Bam. So, jetzt muss man erstmal. So, mal gucken. Genau. In der Mitte will er einen Dreier haben. Das sind vier. Das sind vier. Der Dreier liegt da oben. Ah, okay. Ja, ganz ruhig. So. Bam. Wer hat nämlich gesagt, dass du spielst? Ich, da ich letzte Mal aufgehört habe und nicht gestorben bin. Ach so. Und ich glaube, die letzte Folge hattest du angefangen. Ja, habe ich. Ich bin dann gestorben. Ja. Ja. You are died. So, jetzt zwei. Richtig, ja. Zwei, genau. So, hier. Friss Frank. Meine Shorts. Yeah. Juhu, so, jetzt drück mal, gleich, wenn er da oben steht. Push the button oder wie war das? So, wer möchte ein Feuerwerk sehen? Willst du? Das ist so lang. Nein, drück den Knopf. Push the button. Ey, push the button. Ach, gedrückt halten. Und? Und da. Bam. Kaputt. So, jetzt müsste es da oben. Okay, so, liegt hier noch irgendwo was rum? Sieht nicht okay. So aus. Gut. So, wir haben uns ja heute mal ein Thema ausgesucht. Beziehungsweise ich hatte mir was überlegt. Wollte gerade sagen. Da liegt was. Ein Säbel. Ja. Oh, damit wir haben wir. Cool. Geiler Scheiß. Da, was? Das Kukuri-Messer. Kukuri? Kukuri. Du kannst das eher so rollen. Ich kann das gar nicht. So, dann liest du mal vor. Das Kukuri-Messer wurde von den Gurkhas benutzt, einer britischen Einheit aus den Truppen der Kolonialen. Das aus Kolonialindien bestand. Das Nepalmesser war ein Standardwerkzeug und wurde zum Symbol der königlichen Truppen. Seine schwere gebogene Klinge diente sowohl zum Schlagen als auch zum Schneiden. Bäm. Ja. So, und zwar hatte ich mir heute mal ein Thema überlegt, ja. Was ich eigentlich schon seit einiger Zeit mal machen wollte. Wow. Oh. Ach du Scheiße, stimmt, jetzt muss ich genau. Dem. Genau, das ist uns ja in der letzten Folge war das, ja. Oh, muss schnell sein. Das gereicht, oder? Yes. Oh. SOS? Ja. Schneid ihn frei. Komm schon. Oh Mann, der muss so viele Kratzer haben. Oh. Hat der Hund eigentlich einen Namen? Ich weiß nicht. Wollen wir ihm jetzt einen Namen geben? Nein, aber du sollst die Fußfesseln durchschneiden. Merci, mon ami. Oh. Oh, diese schöne Musik im Hintergrund. Oh. Ab zu Karl. Ja, erzähl gerade, dass Karl ein Deutscher ist. Deutscher Gefangener. Nein, Karl ist ein Deutscher. Das ist doch diese. Stimmt. Inmitten Geschichte, dass sein Schwiegersohn Deutscher so, jetzt ist. Aber, Angriffe fanden Freddy und Emil schließlich eine Spur von Baron von Dorf in Ypern. Oh. So, jetzt mal gucken. Erstmal nach links. Ist da noch was? Natürlich nicht. Ach du Scheiße. Oh. Chlorgas. Am 22. April 1915 setzten doch, die Deutschen zum ersten Mal Chlorgas ein. Ach, Scheiße. So, wie war das jetzt mit den... So. Bam. Schön. So, ist hier irgendwas? Nee. Ah, so, nee, und zwar hatte ich mir mal Thema überlegt. Gibt's doch nicht. Keine Hinweis verfügbar. Tagebuch, du musst auf. Ja, Entschuldigung. 10. März. Achso, die wollten wir ja nicht vorlesen, oder? Wollten wir, die haben wir letztes Mal immer vorgelesen. Na dann,
Ladies first. Ich weiß gar nicht. 10. März, welcher Tag? Zweimal wurde mir heute das Leben gerettet. Zuerst von einem amerikanischen Soldaten und dann von einem Hund. Aber zumindest bin ich frei. Von der Bombardierung habe ich Karl gesehen. Ich hoffe, er hat das lebend überstanden. Ich werde versuchen, ihn zu finden. 10. März. Auf dem Marsch nach Belgien, wo dieses verdammte Regiment stationiert ist. Wenigstens bin ich nicht alleine. Ich habe einen komischen alten französischen Bauern kennengelernt, Emil. Sagt nicht viel, aber wenn ich ihn richtig verstanden habe, ist sein Schwiegersohn ein Deutscher. Ist das nicht verrückt? Kein Tag vergeht, an dem ich nicht von dir träume. Das hättest du mit mehr Liebe rüberbringen müssen. Ja, Entschuldigung. So, 1. August. Da ist ja nichts Neues. Ja, stimmt. Dann hielt ab zu Karl. Endlich habe ich Emil gefunden. Wenige Augenblicke, bevor die Granaten fielen. Ich hoffe, es ist ihm gelungen, den Einschlägen auszuweichen. Er hat mir einen Brief gezeigt, der mich mit Freude erfüllt hat. Marie geht es gut und Victor wird immer größer. Etwas anderes zählt nicht. Das ist schön. So. So. Okay. Gut. So, aber jetzt eigentlich zum Thema, was ich mir überlegt hatte. Und zwar, wir spielen ja jetzt hier gerade ein Spiel im Ersten Weltkrieg, was mal erfrischend anders ist. Und zwar würden... Du kannst dich da, glaube ich, runtertragen. Ja, kann ich durchaus. So, wie war das mit den Kramen nochmal? Oder? Nee, das war's doch, nicht. Doch, du musst irgendwie, oder A... Du musst auf jeden Fall in die Richtung drücken, wo du graben möchtest und dann... Ja, und dann? Ah, mit X, das stimmt. Oh, jetzt... So, erst mal kurz gucken. So, jetzt. Tut dir erst runter. Ach so, nee, und zwar... Nee, den kann ich noch gar nichts machen. So, und jetzt mal erstmal nach. So, warte, kannst du noch weiter nach oben? Nee, verdammt. Wie kriegst du das Ding denn jetzt? So, wir brauchen auf jeden Fall das Hündchen unten. Kann der da rüber das Ding holen? So. Ach nee, du kannst rüberspringen. Genau. So. Was ist das denn? So, kanadische Erkennungsmarken. Zu Beginn des Krieges waren die kanadischen Erkennungsmarken noch große Aluminiumscheiben. Eine Notlösung mit einer besonderen Form. Sie wurden bald durch die britischen Marken abgelöst, sodass alle Einheiten unter britischem Kommando über die gleichen Marken verfügten. Interessant. Ja, Erkennungsmarken halt, ne? Jo. So, und zwar, was mich jetzt eigentlich... Ach so. So. So, ich glaube. Nee, nach oben müssen wir ja nicht, sondern so, was mich interessieren würde, ist, wie stehst du eigentlich zu diesem ganzen zweiten Weltkriegs-Shooter? Halt zum zweiten Weltkrieg. Das hier ist ja Erster Weltkrieg, ist mal was erfrischend anderes. Na, das habe ich ja schon mal erzählt bei BioShock. Nee, nicht bei BioShock, bei Bulletstorm habe ich das erzählt, haben wir glaube ich auch schon. Hatten wir das, glaube ich, sogar in der Folge, wo wir zusammen waren. Wo mir drei Eier gewachsen sind. Warum auch immer. Habe ich ja schon mal... Ich mag diese Thematik allgemein nicht. Dieses Spielen von Krieg. Mhm. Und das finde ich dann so bei diesen typischen... Ich will jetzt keine Namen nennen dafür. Aber diese typischen Shooter, da gibt es ja so einige. Aus dem Hause EA zum Beispiel oder... So, ich habe gerade noch was gefunden nebenbei, aber ja, erzähl erstmal weiter. Das gefällt mir persönlich nicht so. Dieser zweiten Weltkriegsshooter. Ja, also auch so allgemein dieses Arbeiten mit realitätsnahen Konflikten in dem Fall. Und ich habe auch meistens das Gefühl, dass dort die Realität sehr stark verzerrt beziehungsweise auch falsch wiedergegeben wird. Falsch wiedergegeben wird, richtig. Mhm. Okay. Ja, ich muss gestehen, damals, als es anfing mit den ganzen Weltkriegsshootern, als so diese Welle anfing, fand ich es gar nicht so schlecht. Also den einen oder anderen habe ich auch gespielt.
Aber irgendwann geht einem das dann doch schon ein bisschen sehr auf den Keks, finde ich. Obwohl ich sagen muss, jetzt so moderne Kriegsszenarien im Spielen oder so, habe ich persönlich jetzt kein Problem mit. So, jetzt erstmal das hier nach oben. Jetzt müssen wir einfach mal gucken, was... So, genau, das ist ja auch das Ziel hier, das war das... Was bringt das? Okay. Genau, und dann... Also da ist eins noch. So, mal gucken. Er muss auf jeden Fall noch einmal weiter. Ach so, nee. Jetzt, warte. Genau, das war Sinn und Zweck. Wir standen noch da unten neben der Maschine. Egal. Freddy kommt durch. Jo. Möchte auch sein. Super, und dann kriegt er seinen Zyklonga-Sound nach. Ne? Ist jetzt alles kaputt gegangen. Aber übrigens nur so als Info, ich habe das Rätsel gerade ohne deine Hilfe gelöst. Du hast mich ja auch nicht zu Wort kommen lassen. Gut abgelenkt, wa? Ja. Ja. So. Ja, aber wir waren jetzt bei den so Kriegsgedöns. Jo. So, ist hier noch irgendwas? Also ich laufe jetzt immer erstmal auch wieder nach links, ob da... Der Hund hat was. Noch weiter. Ein Brief. So, Moment, hier, da waren wir ja vorhin. So, Uringetränk. Getränkter Stoff. Bis zur Einführung der Gasmasken war der einzige Schutz vor Gasangriffen das Abdecken der Nase mit einem uringetränkten Taschentuch. Urin reagiert mit Chlor und bildet im Taschentuch weniger giftige Stoffe, was die Wirkung mindert. Das war keine sehr günstige Lösung, doch immer noch besser als eine Lunge voller Chlorwasserstoffsäure. Hygienische Lösung. Du hattest gerade irgendwas anderes gesagt. Aber egal. Brief eines kanadischen Soldaten. Liebe Eltern, wir sind in Belgien, einem sehr flachen Land, das mich an die... Was? Winnipeg-Ebene erinnert. Der einzige Unterschied ist, dass es hier so feucht ist, dass die Kälte eine noch kälter erscheint. Die Jungs und ich werden euch stolz machen. Die Kanadier werden die großen Helden des Krieges sein. Ich schreibe bald möglichst wieder. Steven. Steven! Ah, oh Mann. So, können wir hier jetzt weiter? Ist hier noch irgendwas? Nee. Wir versuchen natürlich hier auch möglichst viele Sachen zu finden, obwohl jetzt vermutlich kein 100% One wird, oder? Nee, wir haben ja schon in der ersten Folge sind uns ja einige flöten gegangen. Ja, yep, dezent. Aber deswegen... ich bin jetzt noch nicht gestorben, wa? Nein. Okay. Oh, jetzt fängt das ja wieder an. Guck mal, schick ein K drauf. Ein Gruß von Karl. Okay, ups. Schnell. So, schnell da rein. Super. Was haben wir denn da? Eine Skizze? Gaskanister-Ausbringungsstrategie. Die Strategie zur Gaskanister-Ausbringung war einfach, aber sie war vom Wetter und besonders vom Wind abhängig. Das Gas erforderte einen stetigen Fallwind in Richtung der feindlichen Linien, damit es nicht zum Ausbringer zurückkehrte. Alle Kriegspläne waren daher vom Wetterbericht abhängig. Ja, ne? Ist ja irgendwie logisch, allerdings... Es gibt so ein paar Städte, da kannst du dich auf das Wetter nicht verlassen. So. Wow. Das nächste Rätsel. Oh. Emil braucht ganz schnell Hilfe. Emil, los. Oh. Okay. So. Aber, jetzt hier. Das gräbst du noch aus. Ja. Grab. Yeah, so, das gucken wir uns noch an. Belgischer Tschako. Der Tschako der belgischen Armee bestand aus einem Spitzenhut mit einem Kranz und einem Blendschutz. Der Tschako ersetzte die Isar-Kappe, einer weichen Mütze, deren Seite man über die Ohren herunterklappen konnte. Die Kappe wurde Isar genannt, weil die belgischen Soldaten sich hinter dem Fluss Isar sammelten, um das Vorrücken der Deutschen zu stoppen. So schaut's aus. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt dieses Rätsel lösen,
sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Oder erstmal auf der Endcard. Genau. Tschüss. Tschüss. So, jetzt bin ich auch nicht zum Spielen gekommen. Was sagst du deiner Verteidigung? Ausdünstungen. Nichts als Ausdünstungen. Ich weiß nicht, jetzt ist er nicht mehr so dolle, der Witz. Jetzt kommt er nicht mehr. Ich weiß, wenn man irgendeinen Spruch beim ersten Mal verkackt und dann die Aufnahme neu startet oder so, dann geht's halt mal nach hinten los, mal nach vorne los, egal. Von unten rum so? Du bist so doof, ey. Egal, aber wer bis jetzt guckt, der schreibt einfach mega Pups mit Hashtag in die Kommentare und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Ist das ein Ding? Jo, Hashtag Megapoops. Klingt nach einem Plan. Und bis dahin von meiner Seite schon mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.